Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Das letzte Video über öffentliche Ladeinfrastruktur kam so gut an, dass ich gedacht habe, ich drehe jetzt einfach nochmal ein zweites. Heute geht es von Berlin nach Bad Liebenwerda ins Wonnemar. Das sind schnellste Strecke 170 Kilometer, kürzeste Strecke 150. Wir müssen so ein bisschen schauen, wenn wir dort ankommen, kommen wir nicht mehr so richtig weg. Also wir würden im Grunde mit einem Akku da ohne Probleme hinkommen. Allerdings ist dann die nächste Ladesäule von dort aus zu weit entfernt. Ein Traum wäre natürlich, wenn wir vor Ort laden könnten. Ich hatte da mit dem Bonnemar auch schon Kontakt gehabt. Allerdings ist das irgendwie ziemlich schwierig, weil der Techniker wohl irgendwie irgendwas aufschließen muss. Und habe ich jetzt nicht nochmal nachgefragt. Das war mir jetzt irgendwie viel zu kompliziert. Idealerweise wäre es natürlich sehr schön, wenn so eine Eventgeschichten einfach eine Ladesäule vor Ort hätten, ne? Oder zwei. Da hört ja nicht so wahnsinnig viel, gehe ich später nochmal drauf ein. Und dann könnten wir da mit einem Akku hinfahren, könnten dann aufladen und könnten dann in einem Rutsch wieder zurück nach Berlin fahren. Aber dazu mehr, jetzt erstmal viel Spaß beim Video. Heute starten wir mal von der Ladesäule aus, wo wir jetzt über Nacht aufgeladen haben. Etwa 500 Meter entfernt von zu Hause. Wir laufen jetzt da 5-6 Minuten hin, das ist gar kein Thema. Das mache ich immer dann, wenn ich eine lange Strecke vor mir habe, zum einen. Oder wenn wir abends mit leerem Akku ankommen. Letzteres war der Grund, warum wir dann hier gleich gehalten haben. Zum einen haben wir hier einen Parkplatz, was vor der Tür nicht immer so zu sagen ist. Und zum anderen können wir dann gleich vollgeladen losfahren. Nächster Stopp, 95 Kilometer, ist in Bersteland am Fastnet Charger. Mit 20 Kilometer Umweg sind wir angekommen hier bei Fastnet im Bersteland. Das Leben lehrt einen immer die tollen Sachen. Ja. Also plant ruhig mal 20, 25 Kilometer mehr mit ein für einen Umweg. Sei es nun eine Sperrung, weil die Auffahrt neu gemacht wird oder sei es, weil ihr euch verfahren habt oder eine Auffahrt zu spät genommen habt. Kann nicht schaden, nicht immer auf den letzten Drücker anzukommen. Ja, wir laden jetzt hier knapp 15 Minuten am Fastnet Charger. Wir haben jetzt hier im Grunde zwei Säulen. Einmal mit 50 kW Ladeleistung und einmal mit 175. Die 50 kW Säule hat CCS, ne, CHAdeMO, und mit 43 kW auch Typ 2, zum Beispiel für den Zoe dann. Ne, dass also auch diese hier laden können. Auf der anderen Seite ist nur ein CCS-Stecker dran, ziemlich dickes Kabel. Wir können dort mit bis zu 175 kW laden. Fastnet an sich ist ein niederländisches Unternehmen. Wenn man sich das mal anschaut, sind die also sehr häufig in den Niederlanden vertreten. Wenn man auf die Karte geht, sieht man kaum was von der Karte, sondern irgendwie fast nur gelbe Punkte. Also ich bilde mir ein, was gelesen haben, zu haben, dass irgendwie alle 40 bis 50 Kilometer so ein Schnellladepark im Grunde aufgebaut ist. Vorrangig in Niederlanden, Großbritannien und in Deutschland geht es jetzt so langsam los. Das ist jetzt hier ja einer mit der ersten Parks oder Ladesäulen, Anhäufung von Fastnet in der Nähe von Berlin. Wir sind ja, im Brandenburgischen, sozusagen in der Ladewüste, wo wirklich ja, sehr wenig Ladesäulen zur Verfügung stehen. Ich habe gerade gesehen, in Planung ist jetzt Richtung Hamburg. Das ist auch so eine Strecke, wo sonst nur E.ON-Lader sind, die teilweise nicht so richtig funktionieren wollen. Zwei Stück auf der Strecke von Fastnet dann. Die werden dementsprechend auch bald ans Netz gehen, denke ich. Das geht relativ fix bei denen. Das ist nicht wie bei anderen Unternehmen. Es gibt auf der Seite von Fastnet die ganzen Ladepunkte zu sehen. Wir können eine Route planen, das fand ich ziemlich gut, dass dann also gleich angezeigt wird, wie lange das Auto laden muss, wie viel dann rein muss, damit die Strecke geschafft werden kann. Ansonsten gibt es natürlich eine App, ne, die man sich runterladen kann, wo man dann auch die Säulen mit freischalten kann.
Fastnet ist aber auch im Roaming drin. Das heißt also, wir können jetzt hier zum Beispiel mit der Telekom-Karte oder der Maingau-Karte laden und sind dann auch nochmal eine ganze Ecke günstiger. Ich habe jetzt die 175 kW-Säule genommen, weil unser Auto ja bis 70 kW laden kann. Wir waren jetzt hier bei knapp 50%. Etwa 17 Minuten Ladezeit bis 94%. Und dann geht's weiter. Nochmal angekommen, 36 Grad zeigt das Thermometer, unglaublich. Ich freue mich sehr auf die Abkühlung innen drin. Hinter mir seht ihr das Wonnemar. Hier sind also massig Parkplätze und hier vorne direkt am Haus könnte ich mir wunderbar vorstellen, irgendwie eine normale Schokosteckdose oder zwei, drei Dosen, vielleicht eine CE-Dose oder sowas. Es muss ja nicht gleich so eine 2.500 Euro teure Wallbox sein. Man kann es ja auch wunderbar mit dem GoE-Charger oder mit den anderen mobilen Ladegeräten realisieren. Einfach, weiß nicht, 150 Euro oder was so ein Ding kostet, so eine CE-Dose hingebastelt. Die Parkplätze blau oder grün angemalt, für Elektroautos markiert und schon hat man hier einen wunderbaren Destination-Charger und wir würden uns eine Menge Aufwand ersparen mit dem Zwischendurchladen, mit dem Umweg und ja, mit den verschiedenen Ladesäulen. Das wäre doch mal was. Seit dem letzten Halt bei Fastnet sind wir 177 Kilometer gefahren, hätten noch 9 Kilometer drin gehabt. Die Schildkröte hat schon aufgeleuchtet. 13,1 Kilowattstunden im Durchschnitt pro 100 Kilometer. Und wir bräuchten jetzt eigentlich nur knapp 50 Kilometer Reichweite, um nach Hause zu kommen. Dadurch, dass wir jetzt komplett leer sind, würden wir jetzt hier knapp 45 Minuten aufladen, bis der Akku komplett voll ist. Machen wir aber nicht, weil wir nicht so viel Zeit verlieren wollen. Wer sich jetzt wundert, dass wir nur um die 180 Kilometer mit einer Ladung weit gekommen sind von 94%. Wir haben heute den heißesten Tag des Jahres gehabt. Zwischenzeitlich stand 37 Grad im Display. Wir haben es jetzt um 21 Uhr und es sind immer noch 34 Grad. Also unfassbar heiß gewesen heute. Und die Klimaanlage lief mit mir und zwei Kindern hinten drin volle Pulle. Deswegen gegen der Verbrauch etwas hoch, beziehungsweise die Reichweite dann runter. Ja, kleines Fazit und Sinn dieses Videos war es heute zu zeigen, wie wichtig es ist, dass die Infrastruktur vernünftig an einem Standort zugewiesen ist. Da ist natürlich ganz klar, dass die Schnelllader, die HPCs, weiß nicht, von Ionity, von Fastnet und wie sie alle heißen, möglichst an den Autobahnen zu finden sind. Ne? Also da, wo ich schnell fahre, dass ich dann auch schnell laden kann und dann halt eben ziemlich weit komme damit. Nicht außer Acht zu lassen allerdings halt auch die Destination Charger. Ne? Das heißt also, ja, wäre Fahrradkette, ja, hätte heute zum Beispiel das Wonnemar ein Typ 2 Lader zum Beispiel oder eine CE-Dose oder sowas, hätten wir uns auf dem Hinweg ein bisschen Umweg gespart, wir hätten uns auf Fastnet die 15 Minuten gespart und wir hätten uns jetzt hier auch nochmal die Zeit gespart, auch nochmal nachzuladen. Ja. Wäre Fahrradkette, ist halt nicht. Insofern ging es halt auch so, aber schön wäre es schon gewesen.
Sinnvollerweise denke ich, glaube ich, muss man da noch echt eine Menge machen, gerade diese Destination Charger oder diese Typ 2 Ladesäulen an bestimmten schlauen Punkten, was ja dann irgendwelche Marktplätze entspricht, was Einkaufszentren entspricht, was Schwimmbädern entspricht. Also da überall da, wo man im Grunde ankommt, ne? Destination, also Zielladung zum einen. Und zum anderen da, wo das Auto dann eh rumsteht. Ne? Das heißt also, warum kann ich die Zeit oder warum soll ich die Zeit nicht nutzen, mein Auto aufzuladen, wenn es dann eh rumsteht. Ja, ich bin gerade ein bisschen abgelenkt, weil ich gerade ein bisschen erstaunt feststellen muss, dass hier beim Nissan Autohaus Wegener in Ludwigsfelde unheimlich viele Leafs rumstehen. Wahnsinn, sonst habe ich immer meinen gesehen, der hier vorne stand, der dann meistens sogar noch die Ladesäule blockiert hat. Ja, also Elektromobilität ist Aufwind, aber es gibt noch eine Menge zu tun. Und ja, ich bitte euch auch da draußen, die ihr schon elektrisch fahrt, einfach mal eine E-Mail zu schreiben an weiß nicht, Spaßbäder, an Thermen, an Einkaufszentren, an Städte, zum Beispiel so, dass in Bad Liebenwerda nicht eine Ladesäule ist. Das ist unglaublich. Also nicht mal irgendwie eine CE-Dose oder ein Schuko-Stecker, ja, den ich irgendwo reinstöpseln kann. Null. Einfach mal eine Mail schreiben, mal eine Bewertung schreiben. Man muss ja nicht gleich immer einen Punkt abziehen. Einfach mal reinschreiben. Ja, Mensch, wir waren mit Elektroauto da, hätten gern geladen. Steht da Tropfen, höhlt den Stein. Das ist auch so ein bisschen meine Taktik, die ich da verfolge. Ich werde das Video natürlich auch nutzen, um den Bonnemar-Leuten bzw. Bad Liebenwerda einfach nochmal eine kleine Mail hinterher zu schicken mit dem Inhalt dieses Videos. Ja, wir laden jetzt hier noch 10 Minuten und dann haben wir noch knapp 50 Kilometer bis nach Hause. Haben heute wieder ohne Probleme über 300 Kilometer geschafft. Also Elektromobilität funktioniert. Man kann es sich halt aber auch nochmal ein bisschen einfacher machen. In diesem Sinne, vielen Dank wieder fürs Zusehen und wir sehen uns wie immer bald. Bis dahin, ciao, ciao, macht's gut.